Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal mit dem René draußen. Mal wieder einen Overnighter machen. Endlich mal. Und. Ätzend. Ja, in der Hängematte. Muss ich mal ausprobieren. Jetzt bin ich echt gespannt, wie das ist. Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Ob das gut ist mit der Hängematte. Das werde ich jetzt ausprobieren. Jo, genau. Bleibt mal dran, wenn ihr Lust habt. Jetzt sind Hängematten aufbauen, erstmal machen. Habt ihr gesehen, der Vollzeithund ist auch dabei von René. So, Lager steht. Jetzt kann es gemütlich werden. Ja, genau. Bin jetzt froh mit dem Rücken, dass ich ein bisschen Pause habe dann. Und ja, das ist nicht für einen Spike, für den Hund hier, das ist ein René sein Schlafplatz. Naja, Quatsch. Natürlich ist es für einen Hund. Na toll. Prost. 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 Ja, beim Fritz Meinecke auf dem Kanal, da ist ja dieses Sevens vs. Wild und der René und ich, wir sitzen jetzt gerade so da und haben ein bisschen drüber nachgedacht und da ist uns eingefallen, eigentlich könnten wir ja hier ein bisschen ein Video machen, beziehungsweise einfach mal darüber labern auch noch, was er mitnehmen würde und was ich vielleicht mitnehmen würde bei der Geschichte. Das ist, glaube ich, ganz interessant. So, wir mit dem Radler hier, Prost, Prost, haben uns überlegt, wir quatschen jetzt einfach ein bisschen über die Sachen, die ich mitnehmen würde und die der René mitnehmen würde. Ja. Das Thema ist, ihr wisst es selber, 7 Gegenstände, 7 Tage in der Wildnis. Wir haben ja auch keine, ich habe darüber nachgedacht, ich weiß ja gar nicht mal, wo die sind. Ich glaube, das ist nicht bekannt, oder? Wüsste ich nicht, nein. Also, was ich ob es da einen See gibt, ob es einen Fluss gibt oder so, oder vielleicht keine Bäume da sind. Ich glaube nicht, dass es im Norden machen würde, wo es kalt ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Also gut, gehen wir mal davon aus, dass Bäume und Wald da ist. Richtig, und See. Und See, weil sonst könnten sie ja nicht fischen. Gut. Dann geht's los. Der erste Gegenstand. Ich zuerst? Ja, du zuerst. Tasse mit Deckel. Also Topf mit Deckel zum Wasser transportieren, zum Kochen, also Wasser abkochen. Ja, genau, ist meine Überlegung. Kann man ins Feuer stellen und so weiter. Genau, das ist ganz kurz und knapp bei mir. Genau, das wäre bei mir auch so. Als erster Gegenstand, wie gesagt, Tasse mit Deckel, 750 Milliliter, dass du was kochen kannst, abkochen kannst. Wasser abkochen, falls du es brauchst. Transportieren, Wasser sammeln. Transportieren, ja. Oder wenn es regnet, halt eben was genau, zum Hinstellen. Einsammeln, genau. Weil Wasser ist wichtig, Essen nicht so. Genau. Richtig. Okay. Mein zweiter Gegenstand wäre ein Messer. Ich würde mich dafür ein Mora entscheiden, weil es einfach vielfältig ist. Meine für, ja, ich kann damit Essen zubereiten, ich kann damit mir Stöckerspitzen, ich kann mir damit ich kann ein bisschen lauter reden sogar. Ich kann lauter reden damit. ich kann mir einfach Dinge anfertigen mit dem Messer. Ich kann Holz spalten, ich kann damit, wenn ich einen Feuerstahl, ich glaube Feuerstahl ist aber mit separat. Ist ein separater, ja, aber du kannst ja ein Komplettset nehmen und dann ist halt eben der Abzug da mit dem Feuerstahl, soweit ich weiß. Weil aber ein Striker beim Feuerstahl, also zum Anritzen, das ist erlaubt. Das ist erlaubt. So, okay. Ein Teil dann. Also und Feuerstahl, also Feuerstahl und Messer in einem Kombi, ist auch erlaubt. Genau. Okay. Wären aber dann 2 Gegenstände, also das heißt 2. Also dann hätte ich 3 Gegenstände schon. Ja, ja gut, okay. Feuerstahl brauche ich eh. Ja. Gut, 3 Gegenstände habe ich jetzt. Gut. Dann mache ich mal meinen zweiten Gegenstand, das wäre auch definitiv ein Feuerstahl. Mit dem Messer habe ich mir auch überlegt, wäre sehr cool. Das Problem ist nur, wenn jetzt nicht genug Totholz rumliegt, ja, wo kriegst du dann das Holz halt her? Ne? Ich gehe mal davon aus, man könnte eventuell jede Menge sammeln. Also kleines Zeugs außenrum wird es ja wohl irgendwo geben. Totholz gibt es ja eigentlich immer. Eigentlich schon, also gerade in Schweden, also das Wald, kein Problem. Also das, glaube ich, wird kein Problem sein. Ich habe auch überlegt, Messer oder eben Multitool. Multitool hat halt den Vorteil, du hast Säge und so weiter drin oder Victorinox Messer, dann hast du halt mehrere Sachen und das ist ja auch erlaubt. Das ist halt gut, Pinzette vielleicht, wenn du
was ins Auge, ein Splitter oder sonstiges. Ja, aber das kannst du mit einem Messer spitzen und eine Säge. Ja, Messerspitze im Auge ist vielleicht nicht so geil, aber. Nee, aber. Aber wenn du den Schiefer rausholen willst, das kannst du auch mit einem Messer machen. Also. Ja, ja, das ist bei mir eben auch so. Und deswegen habe ich mich vorher schon auch für Messer und Feuerstahl integriert, weil ich habe ja davon Wolfhounders. Die Sachen, die man trägt, sind ja kein Gegenstand, Ausrüstungsgegenstand, sondern ich würde mir sagen, wenn man mich erstmal dick einpacken, also sofern es möglich ist. Ja, das ist die Klamotten, das ist ja wieder eine andere Geschichte, genau. Genau, 2 und 3 Messer mit Feuerstahl. Genau. Sind wir uns ziemlich ähnlich einig. Einig. Vierter Gegenstand, Schlafen. Ja. Ich zuerst? Wir beide. Also ich glaube, wir sind einer Meinung, ein Tarp. Ja, ich meine jetzt Schlafsack eigentlich, aber ist egal. Achso, Schlafsack, ja gut, aber du musst ja erstmal trocken sein. Du weißt ja nicht, wenn du ankommst, sagen wir mal, und du hast das Problem, das ist ja dann. Dass es regnet oder einfach nur feucht ist oder nieselt, dann ist das Erste, was du aufbauen solltest, ein Tarp. Und dann kann man ja über den Schlafsack nachdenken. Bei mir auch, vierter Gegenstand, 3x3 Meter Tarp. Genau. Kannst du Dach bauen und eine Unterlage machen gleichzeitig oder ein Tipi. Mit einem Feuer vorne hast, bist einfach windgeschützt, trocken. Richtig. Perfekt, halb Tipi-Tarp, habe ich schon oft gemacht. Kennst du ja auch, ne? Ja. Die Version. Ja, ja. Perfekt. Und zum Schlafen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es der Carinthia Tropen wegen dem Moskitonetz. Genau, bei mir ist es nicht der Carinthia, bei mir ist es ein Schlafsack, ein Sommerschlafsack von MacTrack. Das ist der von Free Life, glaube ich, der 600er oder 650 ist das. Der ist im Temperaturbereich bis 5 Grad. Dürfte in der Jahreszeit noch ausreichen. Das ist im August, September startet das Ganze, glaube ich. Ja. Dürfte reichen, kein Problem. Und ich friere eh nicht so viel und wenn, habe ich da Sachen mit, die ich anziehe, fertig. Mhm. Also der Tropen ist halt so, ich habe halt viel Erfahrung mit dem schon gemacht, sammeln können, der ist gemütlich, der ist warm, also da kannst du, also 5 Grad runter geht, das geht auf jeden Fall locker, mit Klamotten sowieso und ja, also, und der ist halt ein bisschen nässeabweisend, das ist ganz gut, wenn Feuchtigkeit oder so, genau. Würde ich mich voll drauf verlassen. Ich glaube, jetzt haben wir 6 Artikel, oder? Das ist aber bei meinem auch so, bei meinem Schlafsack. Will ich noch was dazu sagen? Ein Schlafsack hat eben halt den Vorteil, den kann ich komplett öffnen und kann den als Decke nutzen. Also nicht nur als Schlafsack, sondern auch als Decke. Und wie gesagt, da es eine Synthetikfaser ist, habe ich viele gute Erfahrungen mit dem gemacht und muss ehrlich sagen, noch nie Probleme. Selbst wenn er nass war, war mir nass, feucht, waren wir trotzdem noch warm. Ja, passt schon. Haben wir jetzt 6 oder 5 Artikel? 6, glaube ich. Gell? 6 haben wir jetzt. Jetzt kommt der Knackpunkt, 7. Artikel, der letzte. Angelset oder nicht? Ich kann nicht angeln, ich weiß nicht. Also ich würde einen Stein nehmen und einen Fisch erschlagen, wenn ich einen in Ufernähe sehen würde. Ja, wirklich, wirklich. Also habe ich als Kind schon gemacht, hat funktioniert. Ich nehme das Wellness-Set. Sauna dabei, ja, alles. Also so Eintritt. So eine Karte. Weil da ist ja eine Therme in der Nähe, habe ich gehört. Also nicht weit weg. Der Schwan. Das ist Quatsch. Ja, ich schwanke noch, wie gesagt, so wie der Atze, der Buschpirat, was ich gesehen habe von seinem Video. Diese der nimmt's angesetzt. Ja, das kann er ja machen. Aber wie gesagt, zum Wohlfühlen. Whisky. Ein Whisky oder eben halt, ja, ich würde sogar meinen Hund mitnehmen. Also ich weiß ja nicht, aber. Nach deutschem Gesetz gilt ja ein Hund als Gegenstand. Also ich würde meinen Hund mitnehmen. Sein Vollzeithund. Mein Vollzeithund. Ohne die letzte Playboy-Ausgabe natürlich. Ach so, ja. Aber gut. Jetzt verdammt. Ich glaube, ich würde tatsächlich das Angelset auch weglassen, weil ich kann, keine Ahnung wie es da ist, ich weiß es nicht, aber ich würde mal auf die Pflanzen setzen, notgedrungen. Ja. Ja. Brennnessel werden doch überall sein. Brennnessel halt fressen oder so. Ja. Also das sehe ich jetzt relativ naiv, weil es ist eine Theorie, die wir bereden. Mit Sicherheit. Wir beide werden dort ganz sicher nicht dabei sein. Viel zu alt. Nein, der ist viel zu alt nicht. Ja, doch, er schon. Du bald. Nee, Angelset ist weg. Und stattdessen packe ich noch eine Säge ein. Habe ich lange überlegt und ich nehme tatsächlich noch eine Säge mit. So bin ich dann wirklich frei. Kann mir, also Feuer ist für mich essentiell. Also wir hatten das Messer, wir hatten Feuerstahl. Ja, wir hatten das Tarp. Schlafsack. Schlafsack. Da fehlt ja noch was, oder? Nee. Das ist nochmal 4. Messer, nein, nein, Feuerstahl. Nein, nein. Also Messer, Feuerstahl. Das Gösser ist gut. Ja, ja. Nee, das war jetzt schon 7 Artikel. Waren das wirklich 7? Ich glaube, wir machen das Video nochmal. Nee. Das ist, wie es ist. Wenn man nicht mitzählen kann, so wie wir jetzt gerade, dann. Ja, wir haben, also ich habe als erstes hatte ich gehabt
Ein Topf. Topf. Ach, Topf, Topf, also hat man sieben. Gehabt. Doch, genau, sieben. Doch, sieben. Alles klar. Alles klar, sind wir schon durch. Ja, sind schade. Ich finde es cool, das Projekt, und wenn ich Zeit habe, schaue ich mir da auch mit Sicherheit mal was an. Hör ich auch. Und Respekt für die Leute, die mitmachen. Eine tolle Idee. Ja. Ist sicherlich spannend, wenn man noch jung ist. Na, das ist, eigentlich ist das für so Leute gar nichts, weil denen fehlt einfach die Erfahrung. Die Erfahrung. Finde ich. Naja, also essentiell ist wirklich Feuer, Wasser. Feuer, ich habe mir auch überlegt, Wasserfilter oder so, aber den muss man ja weglassen, dann irgendwo ist halt siebenmal. Feuer, Wasser, und du musst immer halt trocken bleiben, das ist das Wichtigste. Trocken, naja gut, da hast du Feuer und da musst du halt dann Zeug trocknen im Notfall. Ja gut, aber wichtig ist, dass du Feuer hast. Also trocken und Wärme. Also ja. bringt dir ja nichts, schon wieder scheiß Sanzen. Bringt dir ja nichts, wenn du, sagen wir mal, ein Feuer hast und ja, keine Möglichkeit hast, dich aufzuwärmen, ja, oder deine Klamotten zu trocknen. Naja, ja, darum eben die Idee mit dem Tipi, weil das ist halt auch wirklich, da fängt sich die Wärme drin. Ja, ist richtig, aber wie gesagt, aus Erfahrung, wie gesagt, ich bin schon ein bisschen älter als du, habe ich schon erlebt, dass das halt, du schaffst das nicht. Du hast immer, wenn du, lass es regnen, lass es winden, du bist trocken, nass, du hast ein Feuer. Ja, schon klar. Also ich weiß es ja selbst, beim Bund war es zum Beispiel so, wir haben die Sachen im Schlafsack getrocknet, das heißt immer, das funktioniert, es geht auch, dauert halt super lang. Das ist ja nicht gleich am nächsten Tag dann erledigt oder so. Das liegt halt dann lange auf dir drauf, bis es trocken ist. Genau. Und wenn es richtig nass ist, dann ist das sowieso... Wird es unangenehm. Das ist nicht so geil. Und du musst 7 Tage dort... Stell dir 7 Tage vor. Und 7 Tage ist, klingt erstmal wenig, ist aber... Na gut, aber 3x3 Meter Tarp. Und wenn du jetzt dann beim Starkregen nicht rumturnst, sollte eigentlich nichts passieren. Oder wenn du beim Fischen dann nicht reinfällst ins Wasser und so weiter und so fort. Warum sollte man nicht trocken bleiben eigentlich? Müsste schon funktionieren. Kommt drauf an, wie du abgesetzt wirst, wo du abgesetzt wirst, ob du da hinlaufen bist, ob es regnet in der Zeit. Keine Ahnung. Poncho hast du, glaube ich, nicht, oder? Ja, den haben wir nicht ausgesucht. Ja, ich weiß nicht, ist das ein Gegenstand oder ist das ein Kleidungsstück? Da musst du halt das Tarp drum wickeln. Ja, oder das geht so. Nicht anders. Gut. Das ist eben spannend. Ja, toll. Das wird spannend, Das ist definitiv so. Mal gespannt, was der Fritz mitnimmt und die anderen Leute. Schöne Grüße an euch und viel Spaß. Bleibt's gesund, kommt's heile wieder. Kommt auf alle Fälle heile wieder. Dann verabschieden wir uns hier von der kleinen Runde. Genau. War lustig, hat Spaß war gemacht. War lustig, ja. Du hast aber nicht das Wellness-Set genommen, das habe ich genommen. Ich habe die letzte Ausgabe von Playboy genommen. Ach so, ja. Aber das gilt ja nicht. Na dann, Prost. 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 Macht's gut, ciao. Hey René. Ja. Was hast du da Schönes? Ja, das sind meine neuen Kaffeepads. Das heißt, die sind vorbereitet. Also, ja. Da ist Kaffee schon, verschiedene Marken hat man da drin. Jetzt habe ich Bio Nicaragua, 100% Arabica-Bohnen. Hm. Ist so ein Haltesystem. Das ist also schon in dem Beutel integriert, klappt man auf, klemmt es in die Tasse rein, also so sieht das aus, klemmt es so, jetzt auf beiden Seiten, dann macht man das eben halt in die Tasse rein. Und wenn man nicht jetzt Cowboy-Kaffee will, dann hat man eben halt einen Filterkaffee. Ach ja, gemütlich. Ich habe jetzt trotzdem, also der René auch, ein Underkill drunter gepackt bei der Hängematte, weil es ein bisschen frischer ist. Jetzt soll 9 Grad in der Nacht werden. Und ich weiß, dass es dann doch zugig ist in der Hängematte. Und gerade mit dem Rücken bei mir ist das dann schon ganz gut. Ja, beim René ist der Underkill leider blöderweise gerissen oben. So, 10 Uhr, noch ein bisschen gemütlich labern und dann ab in die Falle oder in die Hängematte. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis denn. Schon mal am Einpacken. Frühstück haben wir hinter uns und jetzt gehen wir heim. Wie spät ist es jetzt? 8.50 Uhr, also 10 vor 9. Die Nacht war tipptopp, Wetter war super, das Klima war super und geschlafen habe ich saugut. Kann man nicht meckern. Hast du auch gut geschlafen, René? Ich habe sehr gut geschlafen. Morgen, Leute.
Ja, und an dieser Stelle, was soll man sonst noch zeigen, großartig, verabschieden wir uns. Macht es gut. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.